Hey ho, liebe Zocker und Zockerinnen und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Life in the Woods. Wie bereits angekündigt, lassen wir uns nicht unterkriegen. Wir erstellen eine neue Welt und versuchen dort die Herausforderungen, die da auf uns warten, zu meistern. Ich habe mich erstmal dafür entschieden, wir machen erstmal den Schwierigkeitsgrad auf friedlich. So haben wir erstmal die Möglichkeit, ein bisschen zu bauen, ein bisschen Minecraft und unsere Welt zu erforschen und einfach, ja, erstmal kreativ sein. So, dann gehen wir in den Einzelspielermodus und erstellen eine neue Welt. So, wie können wir sie denn nennen? It's okay. Halt. It's okay. Willkommen in It's okay. It's okay. Wie können wir es noch nennen? It's okay. Ah, ich glaube, wir lassen das so. So, weitere Weltoptionen. Startgenerat ist das gleich nochmal. Also der Startwert ist auch okay. Das. Also Bauwerke generieren bleibt an. Somit entstehen Dörfer, Tempel und Festungen. Cheats erlauben lassen wir natürlich aus. Bonustruhen lassen wir auch aus. Und ja. Wir gehen auf weiter. Und eine neue Welt erstellen. Ja. Ich habe mich auch dazu entschieden, dieses dann hier bereits in Season 2 zu taufen. Also Season 2, Folge 1 sozusagen. Weil er ganz einfach, ja. Oh, wir sind wieder im Wasser. Da wollen wir erstmal raus. Oi, schaut mal an die Sonne. Ja, herzlich willkommen in Zockey. So, fangen wir natürlich erstmal an. Ja, der Rechner rechnet noch ein bisschen. Aber das macht nichts. Wir klopfen erstmal ein bisschen Holz ab. In dem Fall ist es Eichenholz. Damit wir dann schnellstmöglichst wieder Werkzeuge aufbauen können. Und ja. Truhen. Um Schritt für Schritt nach vorne zu kommen. So, zack. Mit der Shift-Taste erreichen wir praktisch, dass wir gleich die kompletten Holzblöcke in Eichenholzbretter umwandeln. Dann bauen wir uns natürlich eine Truhe. Zack. Beziehungsweise, ach, Werkbank, nicht Truhe. So, jetzt brauchen wir natürlich auch Stöcke. Zack. So, ich glaube das. Und das, genau. Sehr schön. Da haben wir unsere erste Axt, in dem Fall eine Holzaxt. So, hier haben wir dann unsere erste Schaufel. Ich glaube zwei davon, einer davon ergibt ein Schwert. Genau. Sehr schön. So, was können wir denn noch gebrauchen? Eine Holzspitzhacke. Genau, die machen wir auch noch. Ah, da geht uns leider das Holz aus. Das heißt, wir brauchen mal ganz kurz noch einen Holzstamm. Da können wir natürlich schon auf die Holzaxt gehen. Und wir haben bereits dreimal auf Holz geklopft. Das ist schon mal schön. Truhe? Hier ist unsere Truhe. So, zack. Nee, nicht das, sondern das und das.
Werkzeug haben wir. Die nehmen wir wieder mit. Und ja, dann geht's weiter. Wir fällen noch ein bisschen Holz. Und wieder hören wir Technobase FM. Wie ich bereits wahrscheinlich schon so oft gesagt habe, ja, mein mit Abstand Lieblingsradiosender. Macht einfach Freude. Macht einfach nur Freude. So, hier gibt es schon mal das erste Nahrungsmittel. Und die ersten Erfahrungspunkte. Und dann klopfen wir noch ein bisschen Holz ab. Denn das ist natürlich für uns erstmal ein wichtiger Rohstoff, damit wir auch ein kleines Hütchen bauen können. Auch wenn wir im friedlichen Modus uns befinden, heißt es ja nicht, dass es nachts draußen sicherer ist. Sehr schön. So, hier geht es noch ein bisschen weiter. Und ich bin echt gespannt, was uns die Insel Zokay bietet. Und freue mich natürlich darauf, dieses mit euch gemeinsam zu entdecken. So, das hier auch noch gleich ab. Und ich würde sagen, wenn wir den hier jetzt so weit heruntergehauen haben, dann werden wir mal uns unsere Insel genauer anschauen. So, gehen wir mal ein bisschen spazieren. Noch ein Schaf. Noch ein Schaf. Und Attacke! Wir brauchen doch was zu essen. Früher oder später. Okay. Es ist eine sehr, sehr schön generierte Welt. Also gefällt mir sehr gut. Und ja. Schauen wir mal, was uns so erwartet hier. Da, tada. Juhu. Was gibt's denn hier schon? Wir bräuchten ja mal so langsam, könnten wir schon mal mit Stein anfangen. Könnten wir uns ja eigentlich mal hier so einen Weg nach unten zimmern. Hallo? Was passiert? Juhu. Holz. So, dann bauen wir mal ein bisschen was ab. Und sammeln schon mal gleich neue Erfahrungspunkte. Und dann würde ich wieder vorschlagen, wir fangen wieder so an, wie wir letztens angefangen haben. Wir bauen uns ein Fundament und fangen dann an, die ersten Wände zu errichten. Ob sich das aber in dieser Folge ausgeht, ja, das werden wir noch sehen. Jetzt erstmal heißt es, arbeiten und abbauen. Ja, das ist doch schön. Und
Level 1 erreicht. Ja, ist doch auch schön. Soweit waren wir gestern noch nicht. Gut, da hatten wir natürlich hier die Basaltsteinkohle noch nicht entdeckt. Und das regnet ganz schön ab Punkten hier. Das noch sehr schön. So, was haben wir denn? Wasser, Pflastersteine, Kreide, bräuchten noch mehr Steine. Sehr schön. So. Bauen wir das hier noch ab. So, hier noch ein bisschen Kreide. Und sobald die hier kaputt gegangen ist, können wir uns eine erste Steinspitzhacke bauen. Ha, genau, sehr schön. So, wir platzieren natürlich auch dazu erstmal unsere Truhe. So, jetzt müssen wir mal schauen, ob das daraus auch funktioniert. Ja, yeah, sehr schön. Und jetzt sind wir natürlich noch fixer. So, jetzt. Ja, wer weiß, wo es hier hingeht. Aber auch das werden wir nach und nach herausfinden. Und ehe wir uns versehen, sind wir bereits Level 3. Guck an. Na gut, das Ziel hatten wir gestern ja gar nicht gehabt. Daher. Gut. Aber ist ja schön. Je mehr Baustoffe wir sammeln, desto verschiedene können wir später bauen. Sehr schön. So. Und es wird so langsam Nacht. Dann bauen wir noch ein bisschen hier unten ab, solange wir noch was sehen. Sehr schön. So, hier noch ein bisschen was, was runter kann. Eisenerz haben wir auch bereits entdeckt. Sehr schön. Ich glaube, hier unten kann das noch sehr interessant werden für uns. Hier unten wird es noch sicherlich interessant werden, weil hier gibt es verschiedenste Sachen.
ist auch irgendwas dahinter. Ich muss jetzt hier noch Lava entdecken. Das wäre natürlich nicht so das Tolle. Ja. Mich würde natürlich auch mal interessieren, was ihr von Minecraft Life in the Wood haltet. Ob ihr auch wieder in das Minecraft-Fieber oder andersrum, ob euch auch wieder das Minecraft-Fieber erwischt hat. Und ja, was meint ihr? Ist dieses Spiel, egal wie alt es jetzt bereits ist, immer noch so gefragt, dass ja, sich auch nachfolgende Generationen damit noch beschäftigen? Also ich bin der Meinung, ganz klar, ja. Weil es ist ein Spiel, das ist, ja, ist jetzt nicht anspruchsvoll. Gut, es sei denn, man kämpft gegen Monster und Skelette und all so ein Kram. Aber, hey, was haben wir hier? Ein Pferd. Das hat jetzt keiner gesehen. Es gibt nur Pferdesalami. So. Ja. Also wo war ich stehen geblieben? Minecraft ist einfach ein schönes Zeitvertreibspiel. Man kann kreativ sein. Man kann verschiedenste Sachen, Formen bauen. Man hat Möglichkeiten, Automatismen einzuführen. Ja, es macht einfach riesig Laune. So, wir suchen jetzt mal einen Ort, wo wir uns gegebenenfalls mal niederlassen können. Und ich finde, das bietet sich hier ganz gut an. Weil hier haben wir gleichzeitig nochmal einen schönen Teich. Und ich würde sagen, hier so die Gräser, die reißen wir jetzt erstmal alle weg. Sehen, das war hier. So. Genau. So, jetzt brauchen wir natürlich hier Pflastersteine. Schwarzer Granit. Kreide. Fußboden? Nee. Gut, also uns fehlen dann doch noch einiges an Steinen. Aber wir können ja schon mal zumindest unser Gebiet einzäunen. Dass man einfach weiß, wo wir dann später bauen wollen. Also, ich würde sagen, von da an geht's los. Das war so nicht gedacht. Zack, zack, zack. So, geht's hier lang? Ach, nicht doch. Da oben will ich doch gar nichts hin haben. Also noch nicht. Nee. Aber hier gibt's halt noch was zu essen. Hab da oben nichts verloren gehabt. Wollen wir doch am besten gleich schon mal eine zweite Reihe drauf, dass man ungefähr weiß, wo wir dann später bauen wollen.
So. Ja, das hat doch schon mal was. So, dann noch hier oben hin. Nicht hin. Das müssen wir natürlich noch wegreißen. So. Zack, zack. Ach Mann. Nicht da so nervös sein. So, den lassen wir noch auf den Weg, damit wir hier logischerweise auch reinkommen. Jetzt machen wir uns kurz eine Hilfe. Zack. 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 So, auch hier nochmal eine. Hier nochmal eine Hilfe hinbauen und zack. So. Dann können wir das hier auch noch gleich abbauen. Und dann machen wir uns wieder auf die Suche nach Holz. Nicht nach Holz, sondern nach Stein. Dann gehen wir wieder hier rüber. Was ist jetzt los? Wer war das jetzt? Boah, schaut das mal an. Wie schön sich das einfärbt. Cool. Richtig, richtig schön. Gut. Dann so machen wir uns die Füße nass. Und versuchen jetzt hier weiter an Holz zu kommen. Was haben wir denn hier eigentlich Schönes? Rosengranit. Sieht auch sehr schön aus. Daraus natürlich ein Fußboden hat natürlich einen schönen mediterranen Touch. Mediterranen. Wortfindungsstörungen. Naja, gut. Ich bin sicher, ihr seht es mir nach. Wie ich ja bereits angekündigt hatte, am Wochenende, also für das Wochenende, hatte ich ja vor, einiges an Sendungen und Material zu produzieren. Das bleibt auch so. Unter anderem werden wir, wenn es sich heute noch ausgeht, aber davon gehe ich auch aus, noch eine Runde Euro Truck Simulator spielen. Vielleicht schnuppern wir sogar schon in American Truck Simulator rein. Da will ich erstmal schauen, ob sich da eventuell die Steuerung zu ETS 2 verändert hat. Wenn das nicht der Fall ist, dann sehr gerne. Dann sehr, sehr gerne. Mal sehen, ob wir hier draus auch eine... Siehst du, geht auch eine Steinspitze. Cool. Und weiter geht's. Ansonsten werden wir definitiv noch City Skyline spielen. Da freue ich mich auch schon bereits drauf. In unserer Stadt, die Stadt ohne Namen, ja, wieder ein paar Baumaßnahmen zu ergreifen. Wir werden sicherlich auch eine neue Folge von Tomb Raider aufnehmen. Das ist auch so, worauf ich mich so freue. Wildlife Park 3 ist jetzt erstmal nicht geplant. Aber die Freude auf dieses Spiel ist nach wie vor ungebrochen.
Ja, wo ich mit euch auch gerne reinschnuppern möchte, ist in eines der nächsten Rollercoaster. Entweder spielen wir Rollercoaster Tycoon World oder Planet Coaster. Planet Coaster befindet sich ja in einer definitiven Alpha. Und beziehungsweise in einem Early Access. Und ja, Rollercoaster Tycoon World ist eigentlich schon auf dem Markt, aber auch als Early Access Version verkauft, weil sich ja doch noch sehr viel an diesem Spiel ändert und wir hoffen einfach auch mal zum Positiven. Ja, das sind so die nächsten Sachen, die so mir im Kopf herumschweben. Da gibt es noch sicherlich sehr viel mehr. Total War ist aber momentan sehr stark im Netz vertreten. Mal sehen, ob ich mich da noch mit dranhängen kann oder nicht, weil für mich ist diese Spielserie komplett was Neues. Aber ich freue mich natürlich auf neue Herausforderungen und sehe dem Ganzen natürlich auch sehr positiv entgegen. So, na bitte. Hier haben wir doch jetzt schon mal ganz schön was heruntergehauen. So, jetzt hier noch ein bisschen weiter. Lasst uns ein bisschen auf Steine kloppen. Das macht nämlich Spaß. So, dann sind wir gleich in der 27. Minute. Noch 2 Minuten ungefähr geht unsere Aufnahmezeit. Ja, definitiv werden wir dann hier auch erstmal einen kleinen Cut machen, damit ich die Folge schnellstmöglichst für euch hochladen kann. Das sollte erstmal genügen. Die Stellen müssen wir uns bemerken. Hier kann man echt gut abbauen. So. Dann gehen wir jetzt wieder mal zu unserem Konstruktionshäuschen. Ah, da oben. Da ist es doch schon so schön am Teich angebaut. Und sogar am Bäumchen dabei. Cool. So. Ja, würde ich mal sagen, bauen wir uns natürlich erstmal einen Fußboden. Stufe ist klar. Wir brauchen ja erstmal einen Belag. Belag. Hellgrauer Teppich mit hellgrauer Wolle. Haben wir die nicht auch sogar schon? Gut. Würde ich sagen, lasst uns hier erstmal Rosengranit auslegen. Dazu müssen wir natürlich hier erstmal die ganzen müssen wir hier erstmal unser Fundament ausgraben. Ich würde sagen, in dieser Folge werden wir definitiv noch schnell ja, die ganze Ausgrabung machen. Werden noch schnell den Fußboden rein verlegen. Und dann kann es auch schon weitergehen.
perfekt, das ist schon mal ein sehr guter Zeitpunkt für eine neue Schaufel. Das war, glaube ich, so. Ah ne, okay, das war dann so ein Eisenschwert. Das nehmen wir aber auch. Dann war es zwei davon und eins davon. Ah, jetzt geht das Ganze noch ein bisschen schneller. Ah, sehr schön. Es geht doch nicht über vernünftiges Werkzeug. Die noch schnell kaputt. So, wir haben die Zeit erreicht. Aber noch schnell den Fußboden einbauen. Wenn das in Wirklichkeit so schnell ginge. Oh, ich glaube, mein Schatz würde sich freuen. Das war eins zu schnell. Ich würde hier kein schwarzes hinbauen. Kein Granitpflasterstein. Also zumindest jetzt noch nicht. Ist uns der Granit schon wieder ausgegangen? Nee, hier ist er doch. Müssen wir mal tauschen. Das geht so nicht. So, zack, 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 zack. Ja, ich glaube, das dürfte sich nicht ausgehen. Ich glaube, uns fehlt da noch Baumaterial. Ugh, nicht doch hier oben hin. Das ist, wenn man einfach zu schnell ist. Achtung, es wird bereits wieder dunkel. Daher sollten wir mal endlich fertig werden mit unserem Haus, weil sonst sehen wir bald nichts mehr und wir wissen ja nicht, was uns da draußen erwartet. Trotz friedlichem Modus, ich muss gestehen, ich habe den bisher noch gar nicht getestet. Es ist sich nicht ausgegangen, ich wusste es. Haben wir doch so eine kleine Lücke drin? Ich meine, oder wartet mal, wir könnten natürlich auch. Was könnten wir denn machen daraus? Kreide passt da ja nun nicht ganz rein, Pflastersteine auch nicht. Graue Wolle nützt uns hier auch nichts. Nee, hier suchen wir uns auf jeden Fall noch Rosengranit. Ey, Schaf! Na gut, hast du nicht alles gewollt. Nahrungsmittel sind immer gern gesehen. Danke. So, meine Lieben. Ja, ich würde sagen, mit diesem Ausblick verabschiede ich mich. Ich freue mich, wenn euch diese Folge gefallen hat, wenn ich euch ein bisschen unterhalten habe. Und sage mal, bis demnächst. Euer Punky von Punky Let's Talk. Bye, bye.